Ja, danke. Es freut mich echt. Es ist großartig, dass wir heute so viele da sind und unsere Meinung sagen. War ganz egal, was passiert, unsere Meinung müssen wir sagen. Wie der Lothar gesagt hat, ein Brief von einem sehr weisen Mann an den Bürgermeister von mir vertont. Werter Herr Bürgermeister, bitte leihen's mal kurz Ihr Ohr. Ich hätte da ein Anliegen, das wäre mir wichtig und zudem ganz klar im öffentlichen Interesse der Bürger dieser Stadt. Sie werden sehen, wenn's auf mich hören, kriegen wir den Laden gleich wieder flott. Aber es war gut für die Natur und fürs kulturelle Leben, wird das Budget massiv entlasten und die Lebensqualität heben, ohne Aufwand. Das viel besser werden und es noch dazu ruckzuck. Herr Bürgermeister, hier mein Anliegen. Bitte treten Sie zurück. Es ist ja nicht persönlich gemeint, aber Sie müssen schon verstehen. Es kann ganz schön frustrierend sein, in der Stadt zum Leben. Was sie verkaufen unseren Park, unsere Plätze, unser Moor. Und wenn die Luft nicht so vergiftet war, verkauften sie die gleich mit dazu. Klar, da gibt's schon Leute, die fanden ihren Rücktritt gar nicht gut. Aber die Energie- und Baulobby kommt ohne sehr durch. Tun sie einmal was für Graz, geben sie einer selbst einen Ruck. Herr Bürgermeister, zeig's einmal Rückgrat und bitte treten's zurück. Danke.